Hier scheint dann der Ort zu sein, wo es dann später abgeht. Wir sind hier immer noch in Ayutthaya und das zum traditionellen Lichterfest, das heute stattfinden wird, das sogenannte Loy Krathongfest. Das wird jedes Jahr am Tag des Vollmonds im 12. Monat des traditionellen thailändischen Lunisolarkalenders gefeiert. Wisst ihr Bescheid? Hier vorne werden die Motorräder einfach so rübergefahren. Scheint ein verlängerter Arm der Straße zu sein. Kleiner Funfact, so sieht übrigens Cola-Werbung in Thailand aus. Das ist jetzt hier so eine Area, wo gerade sehr, sehr, sehr viel Verkehr ist. Und ich habe gerade die Entdeckung des Jahrtausends gemacht. Straßenlaternen als Drachen/Huhn-Figur. Sehr, sehr stylisch. Was übrigens mega cool war, wir waren da in einem Hotel und das wurde von einer Familie geführt, die auch da gewohnt hat. Und das heißt, die hat quasi dieses Fest hautnah mit allen Freunden und so da gefeiert. Und ja, wir konnten quasi bei dem Familienfest in Thailand da teilhaben. Das ist gerade mega chillig hier, ein bisschen an. Der Fluss sitzt im Hotel. Da vorne wird gegrillt und ja, Internet hat man hier, Gangnam Style auf dem Schiff. Es geht auf jeden Fall darum, dass man sich quasi bei der Natur entschuldigt, das ist ein hinduistisches Fest und ja, man entschuldigt sich für die Sünden, die man der Natur angetan hat. Oder so. Und ja, man setzt dann so Bildchen ins Wasser und lässt dann Lichter in die Luft steigen. Und ja, dafür waren wir halt jetzt mal hier und haben das halt hautnah miterlebt. War ganz cool. War ziemlich cool. Die läuft jetzt im Hintergrund copyright-geschützte Musik, die ich nicht verwenden darf. Deswegen erzähle ich das jetzt einfach so, was ich da gesagt habe. Also es war auf jeden Fall so ein bisschen wie Ostern und Weihnachten an einem Tag. Und ja, man hört im Hintergrund so ein paar Böller, man sieht ein paar Feuerwerke. Was auch ziemlich, ziemlich cool war, wir haben da gegrillt. Oder die haben da gegrillt für uns. Und ja, ich habe da unter anderem Garnelen gegessen, obwohl ich eigentlich gar keine Garnelen mag. Aber die haben echt ziemlich, ziemlich gut geschmeckt. Also es war eine sehr, sehr, sehr schöne Atmosphäre, wie man ja auch sieht. Ne? Also das war echt ziemlich, ziemlich cool. Alles im Preis im Begriff von, ich weiß nicht, 6 Euro pro Nacht oder sowas. Also Thailand ist mega günstig, was Hotels und so angeht. Echt, echt cool. Die Familienmutter von dem Hotel hat uns dann gefragt, ob wir nicht zu einem Schönheitswettbewerb gehen wollen, der da gerade stattfindet. Und ja, wir dachten uns, ja klar, schauen wir uns das mal an. Und ja, dann sind wir losgefahren mit dem Sohn von ihr und ihr. Und ja, dann sind wir da angekommen und irgendwie war da nichts. Und da haben wir uns gefragt, okay, warum nicht? Ja, seht ihr jetzt hier. Ja, ziemlich spannend das Ganze. Ist jetzt auch irgendwie so, also wir wollten jetzt eigentlich zum Schönheitswettbewerb gehen, aber die Sache ist, der von den Mönchen ist der König gestorben. Und dadurch, so wie ich das verstanden habe, gibt es danach 100 Tage Trauer für alle. Und deswegen hat die Regierung gesagt, nee, wir machen keinen Schönheitswettbewerb, das ist abgeblasen. Also sind wir dann einfach trotzdem nochmal ein Stück weitergefahren zu dem Haupttempel der Stadt und haben uns den einfach mal bei Nacht angeschaut. Das war auch ja, sehr, sehr interessant. Das ist jetzt hier die Tempelanlage bei Nacht. Ich hoffe, man kann die halbwegs erkennen da vorne. Das ist echt cool dahinter mit dem Mond und dem Häuschen hier vor. Die Stadt ist hier eingezäunt von einem Kreis von einem Kanal. Hier sieht man nochmal kurz zusammengefasst, was es hier so gibt und wo man nicht drauf darf. Danach sind wir dann zurückgefahren wieder und haben beobachtet, wie die Familie selber ein Boot ins Wasser gelassen hat. Ja, wir haben dann den Abend ausklingen lassen mit gutem Essen, mit Musik, die selbst gemacht wurde und
einfach in einer sehr, sehr, sehr coolen Atmosphäre. Mega cool, wenn man es hier. Wow. War gerade ein Feuerwerk. Mega, mega, mega. Wie schmeckt's? Hammergeil. Shishi. Ich habe gerade den Fehler gemacht und ihr 20 Dollar, also Hongkong-Dollar, gegeben, anstatt 20 Baht.